agus labra den jacham a shibrano er a spair han vre Mahar a beauty anjurin a molly gus nung alchrolwell. Der Handfeger ist nichts anderes als eine große Reha-Sedge. Gleichzeitig ist er eine wunderbar heftige Maifliegenimitation. Die läuft überall, wo die großen Eintagsfliegen vorkommen. Die Bindeweise dieses Musters habe ich von dem österreichischen Angler und Fliegenbinder Hans Graf. Er entwickelte den Handfeger gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Farben und Größen können natürlich an örtliche Gegebenheiten angepasst werden. Dadurch wird der Handfeger sehr wertvoll, wo immer große Trockenfliegen gebraucht werden. Das Reha zusammen mit dem Polypropylenkörper verleihen gute Schwimmfähigkeit. Eine Qualität, die in großen Trockenfliegen nicht oft gefunden wird. Wenn die Maifliege schlüpft und Forellen danach steigen, dann ist Handfegerzeit. In Irland ist das normalerweise so zwischen Mitte Mai und Mitte Juni. Es kann aber immer wetterbedingte Verschiebungen geben. Genau, Position verändern. Genau, es gibt ja noch viel zu tun. Ja, eben. Ich würde meine Badewanne kriegen. Sieht die Hose aus. Ja? Kleine? Ja, könnte schon Spaß können an. Na, das ist doch kein kleiner Fisch. Nee, der Motor muss aus. Ja, das ist kein schlechter Fisch, der hat 2 Pfund. Lass mal ein wenig an der Wasseroberfläche, dass er nicht mehr so viel Sauerstoff hat. Und an der Maifliege, also an der Vogelfliege. Ja, toll. Super, Ottmar. Auf die Trockene. Sehr schön, Ottmar. Sauber. Ich hab dir doch gesagt, Ottmar, das ist toll. Die Großen kann jeder fangen. So sehe ich das auch. Aber es ist wirklich ein Geschick, Fische dieser Größe zu fangen, erfordert wirkliches Können und den Meister. Hakengrößen, die Hans Graf für seinen Handfeger benutzt hat, waren so Größe 8 oder 10 viermal lang. Und das ist, was ich auch hier habe. Der Bindefaden ist schwarz. Und da geht gleich mal eine Lage rauf. Ein Charakteristika von Maifliegen sind diese 3 Schwanzfibern. Die versuche ich mit einer Fasanenschweiffeder zu imitieren und zupfe da auch mal so ein paar Fibern raus. Müssen nicht unbedingt 3 sein, können auch 4 sein. Und die binde ich mal hier hinten rein. So. Vordere Ende schneide ich ab. Dann kommt Goldband hier rein. Das ist ganz leicht, hat kaum Gewicht, darum benutze ich es. Wenn es eingebunden ist, kann es erstmal vergessen werden, lege ich also aus dem Weg. Denn es kommt grünes Polypropylen rein. Das soll schwimmen, sagt jedenfalls der Hersteller. Und daraus binde ich jetzt einen schlanken Körper. Denn Maifliegen haben ja bekanntermaßen einen schlanken Körper. Wenn sie einen dicken hätten, könnten sie wahrscheinlich gar nicht fliegen, ne? Als nächstes kommt eine Hechel rein. Die ist honigfarben,
Und aus diesem Balg hier zupfe ich mal so eine raus, die genau diesen Kriterien entspricht. Den Pflaum zupfe ich da ab von der Hechel. Was ich aber rausschneide, ist hier so ein Federstückchen, mit dem ich nachher das Hakenöhr sauber mache. Hier binde ich jetzt ein. Und im Palmer-Style geht es jetzt über den Hakenkörper. So 4-5 Mal rum ist genau richtig. Ja, hier ist noch so das eine Fieberchen, was ich haben will. So. Das fange ich mir jetzt mit dem Goldband ein und rippe die Fliege. Das ist nicht immer einfach mit Goldband, weil das dazu tendiert, die Hechelfibern einzufangen und nach unten zu binden. Aber wenn man es so ein bisschen hin und her bewegt, dann funktioniert das ganz gut. So. Jetzt kann ich das rausnehmen. Das brauchen wir nicht mehr. Wie auch hier hinten diesen Federrest, den schneide ich auch ab. Jetzt bringe ich das so ein bisschen in Form. Und mit einer geraden Schere schneide ich alle Hechelfibern, die nach oben stehen, einfach ab. Schnipp. Rehhaar bekommt man normalerweise als so ein Stückchen Fell. Und das habe auch ich hier und schneide so ein Büschel da mal raus. Das lege ich jetzt so über den Körper, dass es hinten ein gutes bisschen übersteht. Und dann geht es mit der Zugschlaufe rein. Da kann man gleich zwei oder drei hintereinander machen, dass das gut sitzt und nicht mehr verrutscht. So, das, was nach vorne absteht, das muss gekürzt werden. Also halte ich das jetzt mal so fest hier. Und schneide das ab, lasse aber ein paar Millimeter stehen doch. So, genau so. So 3 Millimeter vielleicht. Und jetzt mit dem Kopfknotenbinder die Fliege zum Abschluss bringen. Passt schon, sitzt schon. Was fehlt, ist ein Tropfen Lack an die richtige Stelle, wie immer, ohne die Hecheln zu verkleben. So, jetzt noch das Öhr säubern, ist ja wichtig. Wer will da schon abends am Fluss oder am See mit zittrigen Händen rumfummeln? Das macht man beim Binden. Und da haben wir unseren Handfeger.